Hallo und herzlich willkommen zurück beim Restaurant des Grauens. Hallo? Eine Pflanzengruppe? Okay. Große Möhre, du hast es in die große Stadt geschafft. Dein Lebenstraum wird bald Wirklichkeit. Dich erwarten Reichtum und Ruhm, aber hinter all dem Glanz und Glamour ist es nicht so, wie es scheint. Das Restaurant ist hochverschuldet und das Team ist zwar gut ausgebildet, aber arrogant und streitsüchtig, mit überzogenen Karriere- und Gehaltsvorstellungen. Erschwerend kommt hinzu, dass alle Probleme, die du bisher mit Kunden erlebt hast, an einem so prominenten Ort nur noch verstärkt werden. Vergiss Jamals Rippchen. Die anspruchsvolle Kundschaft dieses Viertels bestehend aus Investmentbankern, Ärzten, Influencern und Filmregisseuren hat schon in den besten Lokalen der Welt gegessen. Ihre Erwartungen werden nicht einfach zu erfüllen sein. Dich aus dem Schulden herauszuwinden, die Streitereien unter deinen Mitarbeitern zu regeln und die Egos deiner Kunden zu bändigen, wird die größte Herausforderung, der du dich je gestellt hast. Du bist jetzt auf der Zielgeraden. Wenn du diese Aufgabe lösen kannst, dann wirst du garantiert mit jedem Restaurant der Welt fertig. So, dann schauen wir mal. Also, wir fangen gleich mal mit Schulden an von 1000. Schauen wir uns mal kurz mal um. Machen wir uns mal mit Platz. Gut, wir haben ganze 6-8 Tische. Gewöhnlicher Tisch. Er hat keinen Bonus. Nicht nur ein Sessel. Weg. Weg. So. Oh, wir sind fast im Null. Hier hat man zwei Tische, das sind also ausgefallene Holztische. Das ist okay, die geben zwei. Die Stühle geben auch zwei, das ist okay. Dann als Deko habe ich Kerzen. Das sind nur Kerzen. Was ist denn das? Kerzenlicht 1, wo finde ich denn die? Da. Ah. Plus 2 in 6 Feldern Umgebung. Die Kerzenlichter mal weg. Dafür geben wir da wieder eine. Nee, das ist nichts fürs Draufstellen, das auch nicht. Warte mal, gibt es da noch mehr? Nee, ist nur das Kerzenlicht. Das ist auf jeden Fall auch eine Idee, aber ich hätte gerne eine Vase. So. Gut. Brauchen noch ein bisschen Geld. Haben wir zwar fast null, aber mein Restaurant hat noch keine Toilette. Können wir die Lichter ins Dorn mal weggeben? Können wir nachher, also falls es mal wieder gut geht, können wir die ja kaufen. Wie schaut es denn jetzt aus? Immer noch ziemlich grün, ja. Da sind auch noch Lampen. +400. Okay, Moment. Jetzt brauchen wir zuerst einmal eine Toilette. Ich würde sagen, wir nehmen 1, 2, 3. Was werden wir mal hier die Spüle hin tun? Eine Vase. Ändert das auch nicht. Dann nehmen wir halt nur eine.
Warte mal, wir brauchen Wände. Wand bauen. Könntest du mir Fabela Wand bauen? Okay. Das ist immer okay. Kabinentüre. Okay. Die hier müssen wir verschieben. Dann könnte man hier noch eine Wand bauen. So. Brauche ich hier noch eine Türe. Zum Beispiel und hätten Toiletten. Haben wir 400 minus. Gut, zwei Tische haben mal die überhaupt. Ja, damit können wir eher so grün machen. Ja. Ist, glaube ich, besser. Das da. Ja, es gibt aber nur 17. Plus, jetzt sind wir fast wieder ein Plus, gut. Sind wir im Plus? Aha. Da oben die zwei Blümchen sind zwar nett, aber die müssen nicht sein. Okay. Können wir jetzt vielleicht noch ausgefallener Tisch? Und zwar zwei Stück ausgefallene Sessel. Eine brauchen wir eigentlich gar nicht. Nee, nehmen wir drei. So, jetzt hätten wir minus 370. Können wir da draußen noch? Ah, das bringt aber nicht viel. Hört nicht zu mir. Hört nicht zu mir. Ein Spiegel da könnte man noch verkaufen. Oder das Kunstwerk. Minus 165. Das ist eigentlich ja schon mal ganz gut. So. Schauen wir uns mal die Küche an. Die Küche ist recht günstig eingerichtet. Da ist überall nur das billige Klumpert. Aha. Aber dafür ist alles dabei. Was ist, wenn wir das anders machen? Wir sagen, hier und hier kommt die Türe hin. Ja. Bleibt nicht da, keine Sorge. Gut, dann hätten wir jetzt mal eine Fritteuse, eine Arbeitsplatte. Nehmen wir die große Arbeitsplatte. Einen davon. Einen davon. Einen davon. Okay. Das gleiche dann da drüben quasi. So, nicht die Arbeitsplatte, die Fritteuse.
Arbeitsplatte, Ofen, Grill und Herd. So. Eingefrorenes. So. Aha. Einmal. Zweimal. Da könnten wir noch einen... Sagt nicht gefroren, ist voll. Wir brauchen definitiv noch einen Feuerlöscher. Müssen einfach sein. Ich weiß, die kosten auch wieder Geld. So. Was wäre damit? Keine Ahnung, ob das klappt, wir werden sehen. Gut, das wäre mal das eine. Jetzt haben wir minus 700. Das bringt leider geldmäßig nicht so viel. Haben wir irgendwo noch Deko-Schnickschnack? Nicht wirklich, wir haben allen Deko-Schnickschnack verkauft. Da haben wir nicht einmal Blümchen oben drauf, das ist doof. Können wir kaufen, sobald es sich ausgeht. So, jetzt haben wir minus 500. Gut. Sagen wir mal, das war's damit. Jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben 169 Ingredients zu viel. Die nicht in Verwendung sind. Okay. Was ist alles nicht in Verwendung? Chili-Pulver. Schauen wir mal nach, ob wir irgendwo Chili-Pulver dazu kriegen. Wird frittiert und dann kommt Chili-Pulver dazu. So, jetzt sind es nur noch 157 Sachen, die nicht verwendet werden. Wäre schade, wenn wir die alle wegschmeißen. Was haben wir da? Wird verwendet. Olivenöl extra. Okay. Olivenöl. Hat es wieder frittiert, nein. Was ist da dazu? Die Muscheln können wir jetzt mal daher speichern. So, es sind nur noch 137, gut. Schokotropfen. Wir probieren mal was. Ich gebe zu, ich habe geschaut, was man mit Schokotropfen alles machen kann. Zuerst einmal zubereiten. Gut, was brauchen wir alles? Mehl bräuchte man dazu. Jetzt wird es interessant. Da werden wir es nicht haben. Aber Mehl habe ich schon gesehen irgendwo. Warte mal. Mehl.
Prüfer gibt es aber keins, oder? Gibt es Natron? Nein, gibt es auch nicht. Warte mal, was habt ihr denn da? Ist es Joghurt? Irgendeine Art von... Ich gebe jetzt mal Joghurt dazu. Das ist mir nicht das, was ich möchte, weiß ich gar nicht. So, dann brauchen wir Eier. Oh, warte, da brauchen wir Öl. Dann können wir das Öl da drüben raustun. Nein! Mit dir natürlich. Öl, Milch, Joghurt dazugeben. Immer normale Milch. Achso, geht nicht. Also Mehl, Backpulver, Natron, Puddingpulver vermischen in einer Schüssel. Die Eier mit dem Zucker. Ah, Zucker, stimmt. Zucker. Schau mich an. Gut, Öl, Milch, Joghurt. Dann geben wir das Joghurt halt da runter. Dazu gehen wir vermischen, die Mehlmischung untermischen. Ist okay. Den Schokotropfen unterheben, Teig ruhen lassen, Förmchen füllen im Backofen bei circa sowieso backen. Backen. So, also außer Pudding haben wir jetzt eigentlich alles gefunden. Gut, speichern. Wo hatten wir vorhin, da war das Rezept bearbeiten, können wir das wieder rausnehmen und speichern. Tschüss. So. 14 Euro ist nicht so teuer. Eins möchte ich noch dazugeben, weil ich auch weiß, dass wir es zu viel haben. Nämlich die hier, die kommen sonst auch noch vor. Gut, so. Jetzt schauen wir weiter. 89 sind nicht in Gebrauch. Okay, da ist alles dabei. Ja, das ist okay. Das muss man dann wieder alles holen. So, das ist wurscht. Knoblauch und Spargel. Hier, schauen wir mal, wo wir Knoblauch und Spargel unterbringen können. Rippchen mit Spargel. Fischkäse, Honig, nein. Mango. Und was da dazu geben. Da müsste mein Spargel mal kochen. Ja. Speichern und jetzt hätten wir noch Knoblauch. Den Knoblauch würde ich gerne da dazu geben. Okay. Speichern. So, dann schauen wir nochmal daher. 57, die noch nicht in Verwendung sind. Okay, aber nichts mehr in dem Bereich. Was haben wir dann noch? Spargel haben wir jetzt, ja. Mittag. Kalmar. Räucherlachs. Hm?
Hallo, Kalman, Räucherlachs. Machen wir mit ihm. Atmen. Rillmann. Den würde ich fast sagen, kochen. Und Räucherlachs was geht's weiter. Dazu würde ich dann aber gerne noch was weiß ich nicht, das Lokal speichern. Was wird das kosten? Okay. 30. So, haben wir hier noch was, was nicht gebraucht wird. Sardine, gut, die können wir noch da dazu passen. Packen. Sardinen. Ich kenne nur eingelegte ich weiß nicht, ob man die da dazu haben kann. Hm? 18 noch. Schweineländer. Kann man das sicher auch irgendwo dazu packen. Merkel. Oh, da ist. Nee, guck, ist das? Königsgrabe Rinderfilet. Ah, Schweinelende war das jetzt, oder was? Jetzt wollen wir die auch noch frittieren. Aber was wird man da dazugeben? Oder warte mal. Hauen die da einfach dazu. So. Gut, also Rezepte hätten wir ein paar. Können wir die Muffins noch teurer machen? Ich meine, ja, können wir. Aber alles zusammengemischt, was? Oh, eklig. Ja, na klar. Aha. Wohlriechend. Aber sowas wie Pudding haben wir nicht. Vanilleschote fehlt ja. Gehört noch dazu. Zucker ist drinnen. Ja. Dann ist ja fast so billig wie das da. Gut. Dann gehen wir da noch auf 550. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal unsere Katastrophe von Mitarbeitern an. Was haben wir denn da? Vernetzt. Also das bin ja ich, okay. Paul. Party Monster. Geht zwar nicht. Party Monster. Nervtöten. Na super, da kann man ja echt nichts anfangen mit denen. Carnivore. Kochen. Proaktiv. Der klingt echt gut. Ja, der klingt echt gut. Man kochen, frittieren, grillen. Und die kann backen. Was ist, wenn wir die zwei zum Kochen nehmen? Unsicher. Ja, das ist wurscht. Du sollst eh nicht bedienen, du sollst. Genau. Das heißt. Da unten sind die zwei jetzt. Wir hätten hier einen mit 4. So, wir könnten hier bedienen. Der hier kann bedienen, der ist aber nervtötend. Party Monster. Den jetzigen hätte ich gerne mal weg. Ja. Paul. Feuern. Ja. So. Und damit hätten wir 2. Okay. Damit haben wir vielleicht ein bisschen weniger
Probleme mit dem Personal. So, wir haben es minus 630, das könnten wir eigentlich wegkriegen. Preis haben wir gehoben. Gut, dann würde ich sagen, sage ich euch jetzt mal Tschüss, Tschüss. Wir haben jetzt alles vorbereitet und beim nächsten Mal schauen wir uns an, ob das auch klappt. Tschüss!